Hallo liebe Freunde, mein Name ist Gunther Krüger. Ich stehe hier gerade an einem Waldparkplatz und hoffe, dass nicht so viele Leute jetzt vorbeilaufen, die mich irritieren oder die ich irritiere mit dem, was ich hier gleich zeigen werde. Anyway, freut mich, dass du hier auf diesen Film geklickt hast. Es ist was ganz Besonderes, was ich heute zeigen möchte, weitergeben möchte. Das habe ich bisher noch nie getan. Es geht dabei um eine sehr, sehr wirksame Atemtechnik, die ich dazu verwende, um mich wieder zu erfrischen. Erfrischen deshalb, weil in meinem konkreten Fall habe ich jetzt 14 Stunden im Auto zugebracht, bin die Nacht durchgefahren und bin dementsprechend durchgeritten jetzt, denn ich habe mich kaum bewegt. Ich hatte Anspannung natürlich auch, eine nächtliche Fahrt. Da musste ich aufpassen, wo ich lang fahre und so weiter und so fort. Und deshalb ist mein Körper dementsprechend übersäuert jetzt. Übersäuert, angespannt, ermüdet. Und genau das möchte ich jetzt ändern. Glücklicherweise verfüge ich über dieses Werkzeug hier. Das trägt den Namen Top-Atmung. Top deshalb, weil diese Art der Atmung so aussieht, dass du, oder rede ich jetzt mal von mir, dass ich den Atem hochziehe bis zum höchsten Punkt des Schädels. Und dafür stelle ich mich selbst in der Form eines Dreiecks vor. Das heißt, ich visualisiere mich selbst als ein Dreieck. Die oberste Spitze des Dreiecks ist hier anzusehen. Und ich atme ein und ziehe die Luft in mich rein nach oben. Ich stelle mir das so vor, von der Visualisierung, wie eine Brandung, wie eine Brandungswelle, die nach oben geht, bis sie den höchsten Punkt erreicht und dann bei der Ausatmung klatsch wieder nach unten fällt. Das heißt Einatmung, Brandung und dann fällt das Ganze wieder nach unten. Was dabei passiert ist, dass einerseits verstärkt Sauerstoff in den Körper gezogen wird, in die Lungen gezogen wird, in das Blut kommt, in das Gewebe kommt. Und dadurch wird die Aktivität, die Zellaktivität stark angeregt. Und dieser übersäuerte Zustand wandelt sich. Und das ganze System, das ganze Körpersystem, Zellsystem wird wieder in einen alkalischen Zustand überführt, also in einen basischen Zustand. Und das ist eine wunderbare Angelegenheit. Wenn du mehr darüber wissen willst, dann recherchiere darüber, wie sich das verhält mit Übersäuerung und einer basischen Grundlage und was die Vorzüge davon sind. Mental kann ich sagen, ist es eine absolut freudvolle Erfahrung, eine vertiefte Erfahrung, eine sehr erfrischende Erfahrung. Wenn ich das jetzt mache, dann würde ich das so beschreiben von der Wirkung, ähnlich als würde ich mich unter eine Dusche jetzt stellen, eine angenehme Dusche, und würde da drunter stehen und hinterher. Du weißt selbst, wie es ist, wenn du ausgelaugt bist, stellst du dich unter eine Dusche, die Welt sieht anders aus hinterher. Jetzt habe ich hier allerdings keine Dusche, habe auch keine Badewanne, kann keine Tonerde essen oder was auch immer machen, um das zu neutralisieren. Also mache ich, was ich im Augenblick machen kann, und das Beste ist eben diese Atemtechnik. Und ich werde drei Zyklen machen,
zu je 20 Atemzügen. Werde durch den Mund einatmen, den Atem nach oben ziehen bis zum höchsten Punkt. Dann werde ich ausatmen und mit der 20. Ausatmung werde ich meine Lungen vollkommen entleeren und in diesem atemlosen Zustand verweilen, solange wie ich möchte, solange wie ich kann. Und in der Zeit bin ich vollkommen bewusst und werde allerhand erstaunliche Erfahrungen machen in dieser Zeit. Dann werde ich einmal komplett die Lungen füllen und werde auch in diesem Zustand verweilen, solange ich will, solange ich kann. Und währenddessen wird allerhand an Chemie in meinem Körper passieren. Das heißt, meine ganze Körperchemie wird sich verändern. Diese Pinealdrüse, so heißt sie vielleicht auf Deutsch, und verschiedene andere Drüsen werden verschiedene Substanzen abgeben, in mein System abgeben, mit der entsprechenden Wirkung. Wie gesagt, die ganze Übung ist unbedenklich, ungefährlich, ich mag das Wort gar nicht verwenden. Ich bin mir darüber bewusst, dass es viele Menschen gibt, die das ganz anders sehen. Das ist auch in Ordnung. An dieser Stelle sage ich auch die allgemeine Empfehlung, wer das nicht verwenden sollte, muss ich machen, um mich abzusichern. Und das wären Leute mit Herzproblemen, Leute mit Atemproblemen, Leute, die eine sogenannte Epilepsie haben gelegentlich, Frauen, die kurz vor der Schwangerschaft stehen und auch Menschen, die eine sogenannte Psychose haben oder stärkere Neurose, hätte ich das an dieser Stelle auch gesagt. Ich selbst verwende in meinem Leben nur die Methoden, die mein Leben verbessern, die mein Leben erleichtern, die mein Leben verschönern. Und das gebe ich gerne auch weiter. Freue mich darüber, wenn da auch andere Menschen Nutzen davon haben. Und deswegen gebe ich das an dieser Stelle weiter. Ich halte es für sehr, sehr nützlich in den verschiedensten Zusammenhängen. Und werde das jetzt mal demonstrieren. Du kannst das mitmachen, schaust dir vielleicht erstmal an den ersten Durchgang, dann kannst du mitmachen, kannst es im Liegen machen, kannst es im Sitzen machen, kannst es im Stehen machen. Ich werde es jetzt mal im Stehen machen. Gut, habe ich irgendwas vergessen? Zellen werden aktiviert. Übersäuerung wird neutralisiert und was noch? Erfrischung, den Rest, den wirst du selbst erfahren. Und los geht's.
zweiter Durchgang. Dritter Durchgang. So, das war's. Du siehst, ich bin am Leben. Es geht mir gut. Es geht mir sogar sehr gut. Und wenn du möchtest, probier es aus. That's it. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit und ich wünsche dir viel Freude mit dieser Übung und ich wünsche dir ein langes Leben und viel Gesundheit. Danke. Tschüss.